Moin, Supermarillos, mein Name ist Sonic und ich habe heute mal ein ganz besonderes Video für euch. Und zwar macht mir Predecessor Sorgen, Leute. Predecessor macht mir Sorgen und zwar aus dem einfachen Grund. Stellt euch jetzt mal vor, ich bin ein neuer Spieler. Ich habe mir jetzt angenommen, Omega Studios würde Marketing machen, ja? Die würden voll Facebook-Werbung und Instagram und auf TikTok und auf YouTube, überall würde Werbung laufen. Und ich würde sagen, geil, das ist ja wie League of Legends in 3D. Habe ich voll Bock drauf, das Game mal zu spielen. Ich lade mir das Spiel jetzt mal runter. Angenommen, es wäre sogar Free-to-Play. Es würde kein Geld kosten. Es wäre Free-to-Play. Ich würde jetzt hier landen, in diesem Menü, wo ich hier gerade bin. Was würde ich dann erstmal machen? Ich würde ins Tutorial gehen. Ja, ich würde jetzt hier ins Tutorial gehen und würde einfach mal sagen, okay, ich spiele jetzt mal das Tutorial durch. Ich habe keine Ahnung, was man in dem Game macht und dann will ich das Game spielen. Und ich glaube, mein Take ist, wenn du keinen Kumpel oder eine Freundin oder whatever in deinem Bekanntenkreis hast, der das Game schon spielt und dir es zeigen kann, wirst du das Spiel nicht spielen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer von euch das Spiel alleine spielt, ohne dass er einen Freund hat oder eine Freundin, die ihm das Game zeigt. Und jetzt spielen wir mal im Tutorial und ich zeige euch genau, was wir meinen. Also, welcome to Predecessor 5v5 Team Battle Arena. Aha, okay, es geht schon mal 5 gegen 5. Walk to the jump pad to start your journey. Okay, ich bin jetzt hier so ein Zauberer. AK mit WASD kann ich laufen. Walk to the jump pad, hier die Pfeile. Okay, kann ich dahin fliegen. So, was ist das hier? Keine Ahnung, das kann ich nicht durch. Space to jump und Basic Attack. Okay, hier kann ich schießen. Auch cool. Ich gehe mal den Pfeilen. Walk to the center of the map. Die Map sehe ich rechts oben auch. Auch cool. So, keine Ahnung, was hier ist. Warum da so Tore sind. Weiß ich nicht, was das hier ist. Warum kann ich da nicht durch? Vielleicht schaltet sich das ja später frei, könnte ich mir jetzt denken. Keine Ahnung. These are minions. They move on a set path, trying to destroy structures. Erstmal, wenn ich jetzt kein Englisch kann, habe ich ja schon mal Pech gehabt. So, ich kann kein Englisch. Okay, aber tun wir jetzt mal so, als würde ich Englisch können. To destroy structures. Was für structures? Keine Ahnung. Mauern? Ich weiß es nicht. Hold control to upgrade abilities. Und jetzt würde ich gerne mit der Maus draufklicken. Funktioniert schon nicht. Ich halte control und will mit der Maus da draufklicken, aber was soll ich machen? Okay, ich drücke jetzt mal die Q, weil ich bin jetzt schlau. Das habe ich schon mal gemeistert. So, eine Sache. Hit a minion with Cosmic Rift. Ich habe keine Ahnung, was Cosmic Rift ist. Aber da steht Q. Also, aha, cancel, confirm, raff ich. Kann ich Attacke machen? Okay, level up, you've gained a skill point to unlock or improve an ability. One way to gain XP is when enemy minions die near you. Okay, when enemy minions die near me. Okay, ich kann es leveln. Wie man levelt, habe ich gelernt. Kann man mir drauf schießen. So. Passt doch erstmal. This is an enemy tower. They defend against allied minions, stopping them from reaching the base. Ich, mal wohlgemerkt, ich weiß immer noch nicht, was ich überhaupt in dem Spiel hier machen muss. Ja, ich habe keine Ahnung, was muss ich überhaupt machen? Ich muss jetzt hier Minions hauen. Hit the tower with your basic attack. Okay, mache ich. Okay, habe ich gemacht. Enemy towers will attack you when there are no allied minions in its radius. Okay, jetzt greift er mich an. Press 4 to blink. This ability has very long cooldown. 4. Okay, wohin soll ich blinken? Keine Ahnung. Einfach mal dahin. Okay, jetzt bin ich irgendwie wieder zurückgeflogen. Jetzt werde ich angegriffen. Press 1 to activate your health potion. Okay. Habe ich einen health potion aktiviert. Aber ich kriege die ganze Zeit Schaden. Was soll ich machen? Wann hört er auf zu schießen? Ah, jetzt hat er aufgehört. Warum auch immer? Keine Ahnung. Der hat jetzt aufgehört. Weiß ich nicht warum. So, last hit the minions. Was heißt last hit the minions? I don't know. When minions health bar is red, the next basic attack will execute the minion. Gold is acquired when you deal the killing blow. Okay. Dann kriege ich, also, dann kriege ich Gold dafür. Okay. So, ich kann aber auch die Minions einfach so kaputt machen. Easy. Gut, habe ich geschafft. Press B to teleport back when where you started. B. Wohlgemerkt, ich weiß immer noch nicht, was ich überhaupt in diesem Spiel machen muss. Was das Ziel von dem Spiel ist. Ich weiß, dass ich Türme angreifen kann und ja. This is your base. It will fully restore your health and mana. Autobuy has bought items for you using your gold. Okay, irgendwer hat mir Items gekauft. I don't know.
Walk back to the center of the map. Jetzt muss ich da wieder hinlaufen. Your hero has a movement ability that is activated by pressing E. Ich drücke E, funktioniert nicht, weil ich muss erst leveln. Okay, ich level, das habe ich ja schon verstanden. Okay, dann kann ich hier nochmal hier, das sieht genauso aus wie der Blink. Gut, habe ich geschafft. Jetzt kann ich mal die Ulti leveln, bla bla bla, kennen wir auch schon. So, was machen wir hier? Killing enemy heroes is important to get an advantage. Try using your ultimate ability to kill gadget. Okay. Keine Ahnung, was die Ultimate macht. Ah. Ich mache so ein schwarzes Loch und die stirbt sofort. Mhm. Now gadget is gone, you can freely take down the tower and move towards the enemy base. Okay, ich muss jetzt den Tower killen. Und dann öffnet sich hier eine Wand. Cool. Coordinate as a team to take down objectives like towers quicker. Working with your teammates is the key to victory. Key to victory. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Victory überhaupt bekomme. Was ist Victory? Wie kann ich das machen? Okay, ich gehe nochmal ein Dings töten. The goal of the game is to destroy the enemy core. Destroy the next turret to push towards the core and win the game. Jetzt hat mir das Spiel überhaupt mal gesagt, wie ich das gewinnen kann. Jetzt weiß ich erstmal, ich muss den Gegner-Core besiegen, um diese Runde zu gewinnen. Damaging an enemy hero while under tower will cause it to auto-attack you. Okay. Weiß ich Bescheid. Super Minions have spawned because the inhibitor is destroyed. These powerful units help to destroy the enemy core. Ich wüsste jetzt nicht mal, was ein Inhibitor ist, weil für mich sah das aus einfach wie ein Tower. Ja, sah für mich jetzt aus wie ein Tower, aber okay, Inhibitor, destroy the core. Machen wir. So. So, Leute. Und das war's. Das war's. Das war das komplette Tutorial. Und wenn ich Pech habe, kackt das Game jetzt sogar ab. Nee, beim letzten Mal ist es abgekackt. Aber jetzt, okay. Jetzt gehe ich back. Und jetzt werdet ihr sehen, dass es gibt kein weiteres Tutorial und nix. Gar nichts. Es gibt jetzt noch einen Practice Mode, wo ich mal Dinge üben kann. Aber da erklärt mir das Spiel jetzt auch nicht unbedingt was, ja? Es erklärt mir jetzt auch nicht unbedingt irgendwas. Gehen wir mal Player vs. AI. Und starten das ganze Ding mal. Und das heißt, ich kann schon mal gegen ja, KI-Gegner spielen, AI-Gegner spielen. Aber was habe ich jetzt gelernt? Ich weiß, dass ich auf eine Lane gehen soll. Angenommen, ich bin jetzt ein neuer Spieler. Ich will euch das ganz deutlich verdeutlichen hier. Angenommen, ich bin ein neuer Spieler. So. Keine Ahnung, was das ist. Select your role. Offlane, ich weiß nicht, was eine Offlane, ich weiß nicht, was ein Jungle ist. Midlane, keine Ahnung, was ist das? Do you like playing safe early and killing enemy minions? Expert. Ich bin Beginner, also würde ich Support oder Offlane nehmen. Do you enjoy isolated one versus one combat? Prefer durable and hard to catch heroes. Engaging or split pushing for your team. Okay, das nehme ich mal. Nehme ich einfach mal Offlane. Und jetzt muss ich mir aus allen Helden, von denen ich nichts kenne, einen aussuchen. Und jetzt steht hier All Heroes. Ich kann mir jetzt irgendeinen wählen. Diese Symbole, keine Ahnung, was die heißen. Und ich habe auch keine Ahnung, dass ich da draufklicken kann. Ja, hier steht jetzt All Heroes. Und jetzt soll ich mir irgendeinen Helden aussuchen. Und mal gucken, welcher sieht cool aus. Ja, hier haben wir, ich kann mir die gar nicht ansehen hier. Hier ist so ein Dino. Hier ist so der Tod. Ne? Hier haben wir den Tod. Der sieht schon mal cool aus. Ich nehme jetzt einfach mal hier so einen Typ mit einem Stirnband. Keine Ahnung. Okay, jetzt bin ich er. Jetzt kann ich ihn mir mal irgendwie angucken. Im Ladebildschirm kann ich ihn, also in dem Auswahlbildschirm kann ich mir ihn nicht angucken. Okay, jetzt bin ich so ein Asiate mit einem Schwert. Okay, finde ich cool. Nehmen wir den einfach mal. So, und jetzt, ich habe Offlane gepickt. Das habe ich schon wieder vergessen, dass ich Offlane gepickt habe. Und jetzt komme ich ins Game rein. Time to focus. Prepare for battle. So. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht, was ein Crest ist. Crests are legendary items with a game-changing effects. Select a Crest. Recommended. Okay. Nehme ich das. Ich weiß nicht, was das ist. Ich nehme das einfach mal. Ich mache jetzt mal hier automatisch an. Einfach mal, damit. Also. Ich habe keine Ahnung. Es gibt alle Items hier.
Ich weiß weder, wie ich den Shop öffnen kann. Das steht jetzt hier links, glaube ich, irgendwo. Item Shop auf G steht links. Aber ich habe keine Ahnung, was es für Items sind, was ich hier bauen muss. Ich habe keine Ahnung überhaupt. Das Gute ist ja, dass ich hier Recommended habe und dass ich hier was auswählen kann. Also das ist ja schon mal in Ordnung. Aber an sich, von den Items habe ich null Plan. Ich weiß von nichts. Jetzt wird mir hier, ich weiß jetzt auch nicht, welche Attacke ich leveln soll. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Jetzt wird mir hier vorgeschlagen, dass ich hier lang gehen soll. Was ja auch schon mal ganz gut ist. Das heißt, der Weg wird mir angezeigt. Ne? Aber jetzt wird auch nicht gesagt, dass ich da lang gehen soll. Wisst ihr, was ich meine? Also mir wird nicht gesagt, hey, du spielst Kwang. Kwang ist ein Offlaner. Die Offlane ist von dir aus gesehen rechts. Folge den Pfeilen und bleibe auf deiner Lane. Und verteidige deinen Turm. Irgendwie sowas. Weil ich weiß ja gar nicht, dass ich jetzt hier hingehen soll, um das hier zu verteidigen oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Jetzt kommen hier meine Minions, seine Minions. Okay, das habe ich schon mal gesehen. Jetzt fange ich ja mal an, hier die Minions kaputt zu machen. So. Ah ja, guck mal, hab keinen Last Hit bekommen. Okay, hab einen Last Hit bekommen. Der greift mich an. Mach mal meine Attacke. Und kämpf mal gegen den. Ja, okay. Ich kämpfe mal weiter gegen den. Jetzt komme ich nicht dran. Der nimmt einen Heiltrank. Ich kann ja auch einen Heiltrank nehmen. Wie war das nochmal? Kann ich den besiegen? Krass. Okay. Weil warum werde ich nicht langsamer beim Schlagen? Okay, auch wild. Naja, okay. Ich habe jetzt jemanden getötet. So, das würde ich jetzt so machen. Und jetzt würde ich wieder Minions hauen. Jetzt nehme ich nochmal einen Heiltrank. Jetzt habe ich noch eine Attacke bekommen. Keine Ahnung, was die Attacken machen. Ich weiß auch nicht, wie ich mir sie durchlesen kann. Klar, wenn ich hier drücke, kann ich mir sie durchlesen. Und jetzt würde ich weiter pushen. So. Also so würde ich das Spiel spielen. Ganz normal. Wird die Minions kaputt machen? Ach du Scheiße, der Turm greift mich an. Alter, habe ich voll kassiert. Okay. Kann die E skillen. Jetzt gehe ich mal hier die Minions weiterhauen. Da ist der Crux schon wieder. Ich habe wenig, ich habe ganz wenig Leben, aber ich habe keinen Heiltrank mehr. Müsste ich eigentlich mal weggehen, aber ich kann auch mal probieren, den Turm anzugreifen, weil der macht mir ja nichts. Monsters, Minions attacking. Ich mache dem Turm gar keinen Schaden. Mach meine Attacken auf den Turm. Okay, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Jetzt muss ich rausgehen, habe ich gelernt. So. Und jetzt haue ich wieder Minions platt. So, und der gegnerische, ihr seht, der gegnerische Grux, der macht gar nichts. Der macht einfach nichts. Der tut mir nichts. Ich stehe mit 2% Leben rum und der tut mir einfach gar nichts. So, und jetzt greife ich den Turm wieder an. So, und jetzt so würde ich die ganze Zeit spielen. Und was ich euch jetzt erklären will, Leute. Klar, ich kann backgehen und so. Ist Minions are strong. Krass, dass da so ein Ding kommt. Was ich euch jetzt erklären wollte. Ich weiß nicht, was ein Mini-Prime ist. Ich weiß nicht, was ein großer Prime ist. Ich weiß nicht, was ein Raptor ist. Ich weiß nicht, dass es einen Jungler gibt, der vorbeikommt, um mich zu ganken. Keine Ahnung. Wenn ich jetzt weiter auf der Lane gespielt hätte, würde jemand zu mir kommen und mich irgendwann umhauen, wenn ich jetzt gegen normale Gegner spiele. Normalerweise würde mich auch ein richtiger Spieler sofort töten. Der hätte mich sofort gekillt. Der hätte mich auch eben in dem 1 gegen 1 Kampf wahrscheinlich auch gekillt, weil ich einfach in die Minions reingelaufen bin. Ich weiß nicht, was ein Green Buff ist. Ich weiß nicht, was ein Gold Buff ist. Ich weiß nicht, was ein River Buff ist. Ich weiß nicht, zu welchen Timern irgendwas kommt. Ich habe keine Ahnung von gar nichts und das wird mir hier nirgends erklärt. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man Raptor macht. Ich weiß nicht, dass man pingen kann. Ich weiß nicht, dass ich irgendwo hin rotieren muss, wenn irgendwie ein Objective ansteht. Ich weiß nicht, dass ich meinem Gegner Jungler helfen kann. Ich weiß nicht, was ein Ward ist. Ich weiß auch nicht, wo man ein Ward hinstellen könnte, wenn ich wüsste, was ein Ward ist. Ich weiß nicht, dass man chatten kann, weil der Chat ausgestellt ist. Ich weiß absolut einfach gar nichts über dieses Spiel. Ich weiß nur, dass man auf der Mitte langlaufen kann. Ich würde es auch nicht hinkriegen, Last Hits zu machen. Ich würde einfach meine Attacken auf die Minions machen, um die Minions zu töten, weil ich mir davon verspreche, Gold zu bekommen. Aber ich weiß nicht, in welchem Radius man Erfahrungspunkte bekommt. Ich weiß nicht, dass wenn ich weiter hinten bleibe, ich in meinem Tower stehe, dass ich dann keine Erfahrungspunkte mehr bekomme. Und ich weiß nicht, dass ich wirklich, wirklich den letzten Hit machen muss und quasi auch warten soll, bis das Minion runtergeboxt ist, weil im Tutorial machen die Minions aneinander keinen Schaden, sondern nur ich mache den Schaden. Und ich muss quasi ja warten, bis das Minion im roten Bereich ist, um dann den Last Hit zu machen. Das sind natürlich alles Transferleistungen. Wenn man ein bisschen schlau ist, dann kommt man da drauf. Aber sind wir ehrlich, die meisten Menschen auf der Welt sind halt nicht mehr so schlau. Die müssen das alles auf dem Silbertablett
sag ich mal, serviert bekommen. Und all diese Sachen werden mir null erklärt. Und wenn ich jetzt in ein Spiel reingehe, in meine erste normale Runde, weil die KI-Gegner nichts machen, das voll langweilig ist, die KI-Gegner machen einfach gar nichts. Und dann gehe ich in die erste Runde rein und dann werde ich so vollkommen zerbumst von dem Gegnerteam. Ich sterbe 3, 4, 5, 6, 10 Mal, dann habe ich keinen Bock mehr auf dieses Game. Dann denke ich mir, what the fuck? Ich gehe dahin, ich werde sofort getötet, ich habe keine Chance gegen irgendwen. Dann nehme ich mal einen anderen Helden noch, es wird dasselbe passieren, dann nehme ich den dritten Helden, dann wird dasselbe passieren und dann sage ich, Alter, ich raff dieses Game nicht, ich krieg nur auf die Fresse, ich deinstalliere das wieder, ich spiele Fortnite. Und genau das ist das Problem von Paragon und Predecessor und von allen Games, das Onboarding, dass neue Spieler dazukommen und auch bleiben, ist sowas von schlecht, dass ich mir nicht vorstellen kann und dass das auch der Grund ist, warum das Game nicht wächst, warum die Spielerschaft nicht wächst konstant. Es müsste konstant nach oben gehen, weil immer mehr Spieler dazukommen, durch Freunde, Erzählungen, Werbung, YouTube, Instagram, TikTok, whatever, müssen ja immer mehr neue Spieler dazukommen, aber kein neuer Spieler tut sich das an. Die kaufen sich das vielleicht, das ist vielleicht noch gut, dass man es kaufen kann, dass man es dann lernt, weil man ja Geld dafür bezahlt hat, aber mit Free-to-Play sagt jeder Spieler, nee, raff ich nicht, wack das Spiel, macht mir keinen Spaß, ich gehe wieder zu LOL. LOL weiß ich, wie es geht. Das spiele ich mit meinen Freunden, das macht Spaß. Und genau das ist das Problem, Leute. Und genau dagegen möchte ich was tun, denn ich will, um dagegen was zu tun, ein Tutorial-Anfänger-Guide machen für Predecessor und alles bis ins kleinste Detail erklären. Und zwar auch so, dass man es lernen kann, Schritt für Schritt einfach in dieses Game reinzufinden auf Deutsch. Auf Englisch gibt es bestimmt sowas auch, aber ich will es auf Deutsch machen, dass ich sage, wo kann man das lernen, was gibt es für Möglichkeiten und so weiter und so fort, um eben in Predecessor reinzukommen, bis das im Game implementiert ist. Und nachdem ich diese Anfängerreihe gemacht habe, werde ich auch eine fortgeschrittene Reihe machen, wo ich Sachen erkläre, wie zum Beispiel man Wave-Management macht, wie man eine Lane freest, wie man am besten farmt, wie man Builds baut, wie man Counter-Builds baut, wie man weiß, welche Items gut sind und keine Ahnung, wie man seine Helden spielt. All solche Dinge werde ich erklären, wie man wardet, wo man wardet, wann man rotiert und so weiter. All solche fortgeschrittenen Sachen, die man dann lernen kann, wenn man das Basic-Spiel verstanden hat. Das wird alles hier auf dem Channel kommen. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Und mit einer Sache habe ich schon angefangen. Und zwar habe ich alle Items, die es in dem Spiel gibt, erklärt auf Deutsch und genau gesagt, was die Items machen, wie man sie benutzt, auf welchem Helden man sie benutzt, wann man sie bauen sollte und wann nicht und so weiter und so fort. Falls ihr diese Items sehen wollt und euch anhören wollt, das sind insgesamt 6 Videos für 6 Kategorien, dann schaut mal hier in die Playlist rein, die verlinke ich euch hier. Da könnt ihr euch alle Items angucken, auch für erfahrene Spieler auf jeden Fall geeignet, weil dann lernt man mal jedes Item im Detail kennen und hat alles einfach schon mal einmal gehört, dass man weiß, ah ja, dieses Item ist gegen Tanks, ah, dieses Item baue ich, wenn der Gegner viele Leben hat, dieses Item baue ich, wenn er viel CC hat und so weiter. Schaut da gerne mal rein, hier ist verlinkt und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend in Pred und übrigens jeden Donnerstag 19 bis 22 Uhr spiele ich mit meinen Zuschauern zusammen auf Twitch. Kommt da gerne vorbei, falls ihr mal eine Runde mitzocken wollt. Haut rein, stay pam, ciao, ciao.